Voy a la playa, había subido la marea. Eine Challenge mit einer Regel. Wenn du lachst, dann hast du verloren. Wenn du nur einmal dann auch vorbei. Challenge startet jetzt, nicht lachen. Heute gibt es mal wieder die schwerste Challenge auf Gesamt-YouTube. Ihr wünscht es euch seit Wochen, seit Monaten. Heute versuche nicht zu lachen. Wenn ihr lacht, gibt es einen Lebenabzug. Wir haben 5 Leben und wir starten direkt rein. Ach ja, und wenn ihr gerne lacht, dann lasst ein kostenloses Abo da. Wenn unter mir abonnieren steht und das rot leuchtet, klickt einmal drauf. Ich werde euch zum Lachen bringen. Mit diesem Video. Und jetzt abonniert bitte. Danke, tschüss. Ich finde, das geht klar, Digga. Hallo, der Timex hier. Die Friseure haben ja schon ewig zu. So fangen wir an? Wirklich? So fangen wir an, wirklich? Sag du wieder. Dieser Gestank. Dieser stinkende Gestank. Dieser stinkende Gestank, der stinkt. Die Sache stinkt. Thaddäus mag Patrick mehr als SpongeBob. Und Patrick ist ein dreckiger, mieser, feindseliger Vollbärter. Was denn? Nein, das war SpongeBob, geht's dir gut? SpongeBob, kann jemand mal bitte nach SpongeBob schauen? Geht's dir mir gut? Yo, Alter, wer kennt diesen einen Freund? Wer kennt diesen einen Freund? Man macht einen Spaß, man sagt so, ey, yo, alles klar, ey, du siehst aber heute schlecht aus. Und auf einmal kommt ihr um die Ecke und schreit euch an wie... Ein dreckiger, mieser, SpongeBob, ich hab kein Problem mit dir. Alles ist gut bei uns. Wir sind gute Freunde. Bitte. Bleibt das nächste Mal entspannt. Er würde eher einen eigenen Hund haben. So. Hallo, mein Baby. Hallo, mein Baby. Er würde eher alle seine YouTube-Videos löschen, weil er damit unzufrieden ist. Also, ich würde niemanden die Haare abschneiden. Nein, das passiert gerade nicht. Wer würde eher eine Geschlechtsumwandlung machen? Wer Schlimmeres kann eigentlich nicht passieren. Ich verlose noch meine Brüste. Simon? Oder Simone? Der Clip ist ja mal komplett eskaliert. Es fing an. Wir haben angefangen bei einem, ja, lustigen Doppel-Dingsbums-Clip hier, wo Unge mit seinem Hund auf einmal kommt. Danach ging es ein bisschen stärker weiter mit dem Friseur und auf einmal lernen wir Simone Unge kennen. Ich verlose noch meine Brüste. Mehr sage ich an dieser Stelle nicht dazu. Steffi, Gruß und Kuss. Hey, oh, Alter! Das ist ehrenlos, Steffi. Steffi, komm doch auf hier auf meinen Schoß. So. Wir gucken uns mal, was Wix.com von uns will. Du brauchst eine Website, die dich umhaut. Ja. Ich habe meine mit Wix erstellt. Oh mein Gott, so einfach ist das? Einfach Wixen? Ich zeig dir mal, wie das geht. Geh. Nee, das wird mir jetzt zu viel. Ich hab noch nie doppelt genießt. Das ist ja absolut scheiße. Es kommt Wasser aus meinem Auge. Was ist das? Und mein Kopf dröhnt? Das hatte ich noch nie. Ah! Ja, ja. Andere als du. Ja. Ich lach. Ach, ich verstehe gar nicht. Gut, und an der Stelle stehe ich auf. Ich gehe. Ich war kurz davor zu lachen. Dankeschön. Primax, fast hättest du mich dran bekommen, ein Leben weniger. Monte hat sich dann doch dafür entschieden, mir einfach mal den Dicken ins Gesicht zu drücken. Bruder, was sind das für Clips heute? Ich glaub gar nicht klar, ey. Ich fühle mich bei... Ey, nein, aber ich hab's irgendwie geschafft, erst einmal zu lachen. Leute, wow, wir schaffen das. Ey, wer von euch muss schon lachen? Stimmt mal kurz ab. Ja, und was sind so Ihre Fähigkeiten? Ich bin sehr zuverlässig und ich habe mit meinem besten Freund auf Snapchat 800 Flammen. Ja. Nee. Sie sind eingestellt. Ja, ey, diese Flammen, ich check das nicht, ne? Hä, was ist denn das? Hä? 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 Hä, Moment. Mann, hä?
Gibt es das wirklich auf... Nee, it's no joke. Gibt es das wirklich auf TikTok? Gibt es das wirklich? Ey, das ist ja das Dümmste, was es auf der Welt gibt. Auf Essen steigen. Bruder, einfach auf Essen steigen. Bro, was geht mit manchen Menschen in ihrem... Was geht da in ihrem Kopf ab? Ey, solche Leute in den Lost. Safe, Schildkröte springt auf uns zu, passt auf. Safe. So, Cousin. Schiebetür ist fertig. Er sagt so kurz, deine Schiebetür ist kaputt. Eine Sekunde später. Kann doch nicht sein, Bruder. Mann, Alter, schau meine Augen an. Ich heule, was ist los, ey, was? Nein, zweites Leben weg, nein. Ey, der Clip war gut, der Clip. So kurz, deine Schiebetür ist kaputt. Eine Sekunde später. Baptisch ins Gesicht. Was ich anschaue, sind die wilden Kerle. Das sind nur die wilden Kerle. Zwei. Die Schulen sind alle geschlossen und ich könnte mich jetzt mit meinen Freunden treffen. Aber ich sage Nein zu Corona, denn ich liebe Omis. Mashallah, unter 50 geht bei ihm nichts. Ich kann hier gar nicht beurteilen, weil ich ja immer trinke. Wie wäre es, wenn ich nicht trinke? Also, das möchte ich gar nicht wissen. Ja, gib mir dein Handy. Leute, genau damit handeln die. Womit? Mit dem ganzen Video. Hä, was war denn das? Sofort was tun. Wer ist das? Was läuft? Ich bin's, Ratar. Wir sind hier. Sammy Shams. Bro, was sind das für komische Geräusche, die aus dem Studio kommen? Keine Ahnung, lass mal gucken gehen. Ist das nicht das, wonach es aussieht, Bro? Ey! Verdammte Technik. Scheiße! Es ist eine Frechheit, Digga. Es ist eine Frechheit. Warum haben deine Unterwäsche immer so weiße Flecken? Ja, und an dieser Stelle verlasse ich das Studio, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gleich geht's weiter nach nur zwei Werbeclips, Bruder. Wir schalten nie wieder zurück. Was ist denn das, hä? Wisst ihr, es gibt auf TikTok sehr komische Leute. Es gibt auf TikTok Leute, mit denen man sich nicht identifizieren kann. Und dann gibt es auch noch sowas. Also ich verstehe gar nichts mehr, ne? Meine Damen und Herren, ich verstehe absolut gar nichts mehr. Das Einzige, was ich verstehe, ist, dass ich absolut gut heute in der Nicht-Lachen-Challenge bin. Bro, weiter so, Baby! Ey, lass mal jetzt wirklich noch... Wie war heute Deutschunterricht? Wir haben keine Couch. Riecht das nicht gut, SpongeBob? In Deutsch erfahren das nicht mehr. Du hast doch schon seit Tagen nichts im Magen. Und was ist mit dir, Patrick? Ein großer Junge muss doch essen. Aber ihr kriegt nichts. Ah, es ist halt wirklich so. Bruder. Ja, war gut. Auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, befinden wir uns da beim Eiffelturm und es ist sehr, sehr... Oh, excuse me? I make a video on Eiffelturm. Really, nigga? A little bit, thank you. Und auf jeden Fall, wir sind hier gerade am Eiffelturm. Nein, absolut gar nicht unangenehm. Knossi ist gemutet, Chat. Knossi ist gemutet. Ja, das war's mal wieder komplett. Ja. Das war's dann auch mit der Kippe. Puh. 500 IQ. Er ist weg. Der ist einfach weg. Neu, die Weiterentwicklung der Aspirin-Tablette. Ja. Lost. Wenn du mein Papa wärst, dürfte ich denn andere Kinder hauen? Ja. Was denken die denn von mir? Ich merke selber in Gesprächen schon, sie ist zwar noch ein bisschen zurückhaltend, aber ich weiß genau, dass sie auch was von mir will, so wie ich von ihr. Okay. Und es soll noch anstrengender sein als alles andere. Extrem anstrengend. Gut, und an dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren, würde ich sagen, hören wir auch mit der Nicht-Lachen-Challenge auf. Wie oft musstet ihr lachen? Wie sah es bei euch aus? Hat es euch gefallen? Lasst einen Daumen nach oben, da schaffen wir 10.000 Likes auf diesem Video. Würde mich sehr, sehr, sehr easy peasy freuen. Und dann würde ich sagen, hey, wie gesagt, lasst noch ein kostenloses Abo, wenn ihr neu seid, Daumen nach oben nicht vergessen. Und hier geht es zum letzten Video. Checkt das auch noch ab, denn hier seht ihr, wie ihr nur in 60 Sekunden einschlafen könnt. Gönnt euch.
Ihr werdet in 60 Sekunden einschlafen. Viel Spaß. Tschüss.